So, da sind wir auch schon wieder zurück und wie ihr seht, Missionsaufgaben haben wir fertig. Jetzt geht es halt wirklich nur noch um diesen Skin hier, wie wir den halt bekommen. Nämlich besprühe eine grüne, gelbe, blaue, rote oder violette Stahlbrücke, während du das Outfit Cameo trägst. Dazu kommen wir sofort. Nur kurze Info an euch. Es gibt wieder die Möglichkeit, einen Skin zu gewinnen. Inzwischen habe ich schon, warte, drei Stück rausgehauen. Einmal für den Creator Code, dann, also dass wir den Creator Code überhaupt bekommen haben. Und dann natürlich für die, die 2 Stunden gewartet haben, wie ich meine Steuernummer gesucht habe. Da wurde halt eine kleine Belohnung, weil da waren immer noch 15 Leute aktiv, obwohl ich eigentlich 2 Stunden lang nichts gemacht habe. Ich habe eigentlich nur wirklich meine Nummer gesucht, eingetragen, alles, was Epic von mir wissen wollte. Und da habe ich halt da den Skin rausgehauen. Dann der letzte Skin war für die YouTube-Partnerschaft, so dass ich auch Werbung schalten kann. Da wurde ich halt wirklich auch von den meisten hier wirklich super unterstützt. Also wie schnell wir über 1000 Abonnenten hatten, wie schnell wir auf einmal die Wiedergabezeit hatten. Da hat es ja dann am Ende dran gehangen, obwohl ich eigentlich dachte, es hängt genau andersrum. Aber so kann man sich täuschen. Und schwupp, waren wir nach 100 Tagen YouTube-Partner. Jetzt kann ich mich quasi offiziell YouTuber nennen. Aber deshalb bin ich immer noch nichts Besseres als ihr auch. So, dann, wie kannst du den Skin gewinnen? Welche Voraussetzungen haben wir? Grundsätzlich wäre schon mal schön, wenn du Abonnent wärst. Dann die Glocke aktivierst, aber die Glocke aktivierst du nicht für mich, sondern für dich selber. Nur um zu wissen, wann ich live bin, wann neue Videos kommen. Und in diesen Videos sind nämlich immer die Informationen, was den Skin betrifft und was sonst so alles so passiert. Was mache ich sonst in meinen Streams? Ja, Custom Games, Duos und Teams. Selten bin ich da wirklich solo unterwegs. Weil ich denke mir immer so, wenn ich online bin, dann will ich ja mit irgendeinem was zusammen machen. Weil ihr wollt mir nicht nur einfach simpel zugucken, sondern ihr wollt quasi mitspielen. Aus dem Grund mache ich das halt so. So, dann wie gesagt, abonnieren, gerne die Glocke aktivieren für dich selber. Und die dritte Sache ist, du musst mir bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Einfach an yt-family-hack. Hat einen ganz simplen Grund, werde ich dir auch direkt verraten. Zack, klar geht nicht, man kann an sich selbst keine Freundschaftsanfrage schicken. Der Grund, warum das machen muss, wenn ich im Stream was verlose oder verschenke, wie man auch immer man das nennen will, muss ich das ja hier über Geschenke machen. Das Problem ist, man kann bei Epic erst Geschenke verschicken, wenn man 48 Stunden miteinander befreundet ist. Wie du siehst, mit dem Leon bin ich das noch nicht, sondern erst einen Tag. Wenn du zum Beispiel heute den Skin gewinnen würdest und du mir heute erst die Freundschaftsanfrage geschickt hast oder quasi erst wenn du gewonnen hast, ist kein Problem, kann ich dir den Skin aber erst in 2 Tagen schenken. Logischerweise nicht den Skin, der jetzt gerade im Shop ist, sondern der, der erst in 2 Tagen im Shop ist. Also deshalb Freundschaftsanfrage rausschicken ist halt schon wichtig, auch was die Du-Matches betrifft oder Team-Matches, wenn du einfach da mitmachen willst. So, dann kurz noch wegen dem Creator-Code. Erstmal danke auch dafür, für alle Unterstützer. Es gibt bis jetzt immer noch keinen Tag, wo keiner mit dabei war, der neu war. So, erstmal Creator-Code yt-family-hack, dann auf Annehmen, ist klar. Dann achtet aber drauf, dass er auch wirklich drin steht. Das seht ihr einmal hier oben rechts im Shop immer. Und auch wenn ihr versucht, was zu kaufen, steht es unten drunter nochmal, ihr unterstützt. Guckt einfach, dass da immer ein Name steht, weil so verschenkt ihr sonst einfach Geld. Egal, wen ihr da eintragt, ob ihr jetzt mich eintragt oder einen anderen, tragt aber einen ein, wenn ihr irgendwas kauft. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wirklich los. Wie gesagt, hier die Aufgaben haben wir jetzt auch fertig. Demnach haben wir jetzt alle, was haben wir jetzt gehabt? 8 Aufgaben fertig. Tägliche Aufgabe kam heute die erste, habe ich euch auch schon gezeigt. Mal gucken, ob sie sich da mal was Neues einfallen lassen haben. Und jetzt geht es halt hier rum. Nämlich, wir müssen mit Cleo rumlaufen. Ne, Cameo? Ne, Cameo, nicht Cleo. Cameo. So, dazu gehen wir in den Spind. Ihr seht schon, ich habe sie schon ausgesucht. Es ist die junge Dame. Könnt ihr auch einfach suchen unter Kapitel 2. Warte mal, ich probiere es mal aus. Kapitel 2. Ja, da seht ihr es auch. Ihr seht es schon.
Ich war ein bisschen fleißig. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal los. Ich zeige euch die ganze, ganz simpel, was ihr machen müsst. Ah, ne, eins müssen wir noch machen. Ich habe nämlich nie ein Sprühimmut dabei. Mache ich mal das mal hier weg. Holen wir mal Kylo mit, oder? Ja. Bevor ich nämlich da gleich auf der Brücke stehe und hab keinen, denkt dran, holt auch euch auch eins mit. Nicht, dass ihr irgendwas eins suchen müsst und auf einmal werdet ihr abgeschossen. Deshalb, das ist eigentlich jetzt der einzigste Grund. Das Ganze machen wir in Gruppenkeile, weil da hat man einfach seine Ruhe. Ich sage immer wieder, wenn wir Gruppenkeile nicht hätten, wäre das Spiel deutlich schwerer. Aber man darf nicht vergessen, es spielen Erwachsene mit, es spielen Kinder mit und es spielen sogar Kleinkinder mit. So ab 8, 9, 10, 11, 12. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du jetzt immer noch nicht abonniert hast, überleg mal, Custom Games. Du kannst mit mir spielen, du kannst mit anderen spielen, du könntest noch einen Skin gewinnen. Also, Abo da lassen, kostet dich nichts. Und jetzt gehen wir erstmal rein hier. So, ich glaube, den Skin habe ich noch nicht einmal gespielt. Aber in der Kombi, ah ne, die Spitzhacke war doch in der falschen Farbe. Ich dachte, das passt mit dem Grün. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was müsst ihr machen. Wir haben hier die Brücken. Einmal ist da eine Brücke, da eine Brücke, da ist eine Brücke. Dann haben wir hier noch eine, da die zählt auch. Und wir haben hier noch eine Brücke. Dann haben wir da eine und da eine. Deshalb haben wir diese ganz vielen Farben in der Aufgabe. Es ist ein, Entschuldigung den Ausdruck, schon egal, wo ihr landet. Hauptsache ihr sprüht in Anführungszeichen einfach auf eine Brücke. Deshalb auch die ganzen Farben in dem Ding. Im Prinzip hätten sie auch sagen können, sprüh einfach eine Brücke an. Also die Aufgabe hätte man auch deutlich kürzer. Lex. Lex. Junge, Junge. Fortnite und Aufgabentag. Donnerstags kannst du die Surfer echt in die Tonne treten. Das ist echt eine Katastrophe. So, wir gehen direkt mal da auf die Brücke. Ich hoffe, es zählt jetzt auch. Ich habe es nämlich eben selber nur gelesen. Weil ich habe mich schon gedacht, hey, haben alle Brücken eine verschiedene Farbe? Aber scheinbar schon. Da hinten sehen wir schon eine blaue. Sehen wir hier noch eine? Ah, die hat ist schon mal. Oh Gott, wie nennt man die Farbe nochmal? Aber die haben nicht alle Farben. Also doch nicht jede Brücke. Ich stehe mir, geh jetzt mal auf Nummer sicher. Da, wo eine Stahlbrücke ist. So. Oh Gott. Ich hoffe, die Lecks sind morgen alle wieder weg. Und zack. Damit haben wir den Skin. Direkt mal gucken, wie er sich spielen lässt. Ich hoffe, wir finden hier ein bisschen was an Waffen. Wie gesagt, das ist der Skin, wenn ihr alle Missionen bisher gemacht habt. Aber schlecht ist er nicht. Oder schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den Skin? Ich meine, klar, viele haben jetzt noch nicht, aber ein paar mit Sicherheit. Ein paar sind ja schlimmer als ich, aber ich sage immer wieder, bei mir dauert es ein bisschen länger, weil ich halt die Videos hochladen muss, alles noch bearbeiten. Deshalb kann ich halt nicht, sage ich mal, in einer 2 Stunden fertig sein. Weil manche fragen mich dann auch, wieso brauchst du denn den ganzen Abend dafür? Kommt heute noch ein Livestream? Wie ihr seht, wie viel haben wir jetzt? Ihr seht es nicht. Wir haben jetzt 11:30 Uhr. 11:30 Uhr, wo ich dieses Video hier drehe. Und das ist jetzt die letzte Aufgabe. Und ich muss morgen früh um 5 Uhr raus. Also morgen Arbeit, zum Glück kurzer Tag, aber wird trotzdem anstrengend. Aber was macht man nicht alles für seine Community? So, langsam wäre auch mal schön, wenn man gegnet. Aber die rennt ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Oder? Die läuft da, als würde die auf den Zehenspitzen gehen, oder? Meine ich das nur? So richtig so dippel, dippel, dippel. Oder die hätte Pantoffeln an oder so. Weil so rennt man dann eigentlich. Aber Gegner sind hier Mangelware. So, gerade mal gucken. Ach Gott, ist ja ewig weit weg. Aber ich würde sagen, vom Skin her haben wir eigentlich auch schon genug gesehen. Ich meine, jetzt hinten der Rücken offen. Von vorne sehen wir sie jetzt nicht. Wir können auch mal einfach kurz schnell in die Lobby gehen, damit wir wirklich sehen, wie der Skin dann aussieht. Und dann haben wir eigentlich schon alles.
Wie gesagt, Buchstabe haben wir ja auch schon. Da werden wir dann nächste Woche den nächsten Skin kriegen. Und dann bin ich mal gespannt. Dann müsste eigentlich langsam was passieren. Ihr seht, da ist sie. Kann man sie noch drehen? Ja. So, einmal fürs Thumbnail. Zack. So sieht sie halt aus. So, eingefordert. Meins. Und da steht sie. So, ich hoffe, ihr konntet alles schön machen. Wie gesagt, jede Aufgabe findet ihr auf meinem Kanal. Einfach über die Suche eingeben. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, man sieht sich schon gleich im Prinzip, wenn das nächste Shop-Video kommt. Und in dem Sinne, bis dann, haut rein, Abo nicht vergessen, Creator-Code nicht vergessen, Liken nicht vergessen und in den Stream kommen nicht vergessen. In dem Sinne, haut rein.